Neues Technik- und Wirtschaftsgebäude am Harzklinikum eröffnet. Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben. So der neue gemeinsame Name der Kliniken Wernigerode-Blankenburg und Quedlinburg. Mit der Fusion entstand das größte kommunale Klinikum in Sachsen-Anhalt mit rund 2000 Mitarbeitern und 1000 Betten. So können hochqualifizierte Angebote der stationärmedizinischen Versorgung dauerhaft aufrechterhalten und erweitert werden. Dazu zählt auch der gerade fertiggestellte Neubau eines Technik- und Wirtschaftsgebäudes am Wernigeröder Standort. Vor 2 Jahren begann der Bau, vor 1 Jahr wurde Richtfest gefeiert und heute ist das Gebäude fast fertig. In wenigen Tagen werden Apotheke, Küchenbereiche, zentrale Materialwirtschaft und ADV das neue Gebäude beziehen. Zum Tag der offenen Tür gab es die Gelegenheit, den mit 6 Millionen Euro geförderten Bau noch einmal zu besichtigen, bevor er seine Aufgaben übernimmt und dann nicht mehr für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Udo Rönsbeck von der Architektengruppe, die von Anfang an sowohl die funktionalen als auch die ästhetischen Details im Blickfeld hatte, überreicht Dr. Peter Redemann sowohl Skizzen des Baus als auch den obligatorischen Schlüssel. Besonderheiten dieses Gebäudes liegen in einem neuartigen Konzept der Speisenverteilung, darin, dass wir hier die Übergabestation für die Fernwärme untergebracht haben und in einem unterirdischen Anbinder, man könnte es auch Tunnel nennen, der das Gebäude mit den Krankenhausbereichen verbindet. Man würde nicht untertreiben, wenn man das Gebäude als Logistikzentrale bezeichnen würde. Von diesem Punkt aus erfolgt gut geordnet die Ver- und Entsorgung der zentralen medizinischen Bereiche. Und nicht nur irgendwie, sondern trockenen Fußes bei Wind und Wetter. Und das ist, man kann es kaum glauben, aber in deutschen Krankenhäusern durchaus nicht selbstverständlich. Zum Zweiten steckt dieser Bau voller Symbolik, nämlich für unser neues Unternehmen, dem Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben, einem Krankenhaus, das 2 Namen im Titel führt. Den unseres Landkreises und der Region, in der wir wohnen, leben und arbeiten. Und zum Zweiten den Namen der ersten deutschen Ärztin, die in Quedlinburg ihre Heimat hat und dort gewirkt hat. Ja. Was kann es Verbindenderes in einem solchen Namen geben? Wir werden in diesem Neubau künftig die Speisen verteilen und zubereiten, die in unserer Zentralküche in Quedlinburg gekocht werden. Auch dieses Projekt ist ganz konkret ein Kind der Fusion der beiden Krankenhäuser in Wernigerode und Quedlinburg, dass wir heute genau zum Zeitpunkt der Fusion dieses Projekt in Betrieb nehmen können, macht uns ganz besonders stolz, weil wir die zugrunde liegenden Entscheidungen gemeinsam, frühzeitig und offenbar richtig getroffen haben. Große Lagermöglichkeiten sowie Werkstätten sind im Erdgeschoss vorhanden. Auch die Krankenhausapotheke wird künftig hier ihren Standort haben. Im Keller werden die in Quedlinburg gekochten und zubereiteten Speisen für rund 350 Patienten und zahlreiche Mitarbeiter auf die Teller gelegt. Mit Wagen rollen die Speisen dann durch den unterirdischen Gang zu den einzelnen Stationen. Benutzte Teller, Schüsseln und Besteck werden in der Spülküche gesäubert. Im Obergeschoss ist die allgemeine Datenverarbeitung untergebracht. Hier haben die ersten Mitarbeiter bereits ihren Arbeitsplatz bezogen. Sie waren während der Bauphase in Containern untergebracht und können sich jetzt über deutlich bessere Arbeitsbedingungen freuen. Außerdem steht für Konferenzen und Ähnliches ein Kabinett mit PC-Arbeitsplätzen zur Verfügung. Durch den Neubau können alte Gebäude auf dem Areal des Krankenhauses abgerissen und anderweitig genutzt werden. Das Technik- und Wirtschaftsgebäude ist erst der Anfang einer gemeinsamen Umgestaltungs- und Erneuerungsphase.
Die nächsten Bauvorhaben werden wir gemeinsam angehen. Das sind Baumaßnahmen für die innere Medizin in Quedlinburg über 15 Millionen Euro, für die Psychiatrie in Blankenburg über eine Investitionssumme von etwa 5 Millionen Euro. Und hier in Wernigerode werden wir nach Fertigstellung unseres Technik- und Wirtschaftsgebäudes weitere 26 Millionen Euro in die medizinische Infrastruktur investieren. Auch diese Investitionen kommen aus Fördermitteln. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an die Vertreter der gemeinsamen Kommission, die immer wohlwollend die Entwicklung jetzt unserer beiden Krankenhäuser im Blick hatten und hier gemeinsam die Krankenkassen und Sozialministerium diese Fördermittel bewilligt haben. Große Aufgaben stehen vor dem Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben. Die Mitarbeiter aus Wernigerode und Quedlinburg werden künftig gemeinsam an den neuen Strukturen arbeiten.